Assalamu alaikum, liebe Geschwister im Islam, hier ist nochmal euer Bruder Shahid. Mein heutiger Ratschlag ist bezüglich des Jummas Gebet. Ich werde euch mal ein kleines Geheimnis verraten, oder besser gesagt eine Sunna näher bringen, die der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat. Er sagt in einem Hadith sinngemäß, dass derjenige, der sich zum Freitagsgebet, ja, die Ganzkörperwaschung vollzieht, dann zu Fuß zur Moschee geht, es ist wichtig zu Fuß und nicht mit dem Auto, zu Fuß zur Moschee geht, vor dem Prediger ankommt, die Khutba sich anhört, derjenige, der das alles gemacht hat, wird den Lohn bekommen für jeden einzelnen Schritt, für jeden einzelnen, nicht für jeden Meter, sondern für jeden einzelnen Schritt bekommt er den Lohn für ein ganzes Jahr lang Fasten und ein ganzes Jahr lang Qiyam beten. Allahu Akbar. Ich wiederhole es nochmal. Für jeden einzelnen Schritt bekommt er die Belohnung für ein Jahr lang Fasten und ein Jahr lang Qiyam beten. Allahu Akbar. Guck mal, wie Allah aus uns Fleisch macht. Für die Menschen, die es eventuell nicht schaffen, oft gute Taten zu machen, dass wir an einem kleinen Tag, also an einem kurzen Tag, so viel Belohnung kassieren können. Ja? Und deswegen nimmt diesen Ratschlag zu Herzen und möge Allah uns auch gewähren, diese Sunna lebendig zu machen, damit wir auch den Lohn bekommen. Ja? Obwohl das so eine Kleinigkeit ist, wisst ihr, der Shaitan kommt und macht das uns mal schwer zu Fuß. Ach, du bist doch krank, du bist doch so. Aber der Lohn ist gewaltig. Gewaltig. Deswegen, inshallah, morgen ist auch Jumma. Wenn ihr sogar noch ein paar Brüder kennt, die in eurer Nachbarschaft sind, ruft sie an, animiert sie zu der Sunna, dann bekommt ihr natürlich den gleichen Lohn und ihr Hasanat wird auch nicht gekürzt. Jeder bekommt von euch Lohn und ihr habt euch gegenseitig zum Guten gerufen, was der Muslim sowieso machen muss. Das war mein heutiger Ratschlag für den Jumma, der inshallah morgen eintreffen wird. Nehmt ihn zu Herzen, setzt ihn um und kassiert die Hasanat. Assalamu alaikum.